Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute wieder mal wegen der Infowoche, nicht aus dem Badischen Landtag, sondern aus meiner Heimat, hier vom Rathausplatz in Meitingen. Diese Woche hat mir die Franziska aus Ingolstadt geschrieben und die Franziska schreibt mir: In der aktuellen Corona-Diktatur, so empfindet sie das, ist ja ohnehin schon nahezu alles verboten. Seit letztem Wochenende soll uns jetzt auch noch verboten werden, für unsere Grundrechte auf die Straße zu gehen. Wie seht ihr Freien Wähler das? Ja, liebe Franziska, ich denke, du beziehst dich auf die Demonstrationen des letzten Wochenendes, die in der gesamten Bundesrepublik stattgefunden haben. Und ich nehme deine Frage gerne zum Anlass, um mal drei Dinge dazu klarzulegen. Erstens, man darf, und Gott sei Dank darf man sehr wohl für seine Grundrechte auf die Straße gehen in unserem Land. Ehrlich gesagt leben wir derzeit in einer Zeit der größten Grundrechtseinschränkung in der Geschichte unseres Landes, mindestens mal der Nachkriegszeit. Und deshalb würde es mich persönlich sogar eher verwundern, wenn es keine Demonstrationen gäbe. Ich empfinde es sogar als ein Zeichen einer vitalen Demokratie, dass demonstriert wird, aber die Tatsache, dass demonstriert werden kann gegen die Linie der Landesregierung, gegen die Linie der Bundesregierung, die zeigt ja gerade, dass wir uns Gott sei Dank nicht in einer Corona-Diktatur befinden. Ganz im Gegenteil, wir befinden uns selbst unter den aktuellen Einschränkungen in einem Land mit Meinungsfreiheit, in einem Land, in dem es eben frei steht, seine politische Meinung sogar in diesen Zeiten per Demonstrationsrecht zum Ausdruck zu bringen. Zweite Feststellung: Ja, Franziska, der Meinung bin ich schon, auch wer demonstrieren geht, auch wer für seine Grundrechte auf die Straße geht, ist dabei verpflichtet, sich an die Regeln zu halten, 1,5 Meter Abstand zu halten, dort, wo das nötig ist, eine Maske zu tragen. Und alles andere wäre ja ehrlicherweise auch absurd, denn warum gehen die Demonstranten auf die Straße? Sie gehen doch gerade auf die Straße, um weniger Corona-Einschränkungen einzuleiten, um dafür zu sorgen, dass wir wieder mehr dürfen. Und die Bedingung dafür, dass wir wieder mehr dürfen, dass es wieder mehr Freiheit geben kann in unserem Land, die ist ja gerade, dass wir diese exponentielle Ausbreitung des Coronavirus miteinander in den Griff bekommen. Und solange es keinen Impfstoff, solange es kein Medikament gegen dieses Virus gibt, ist die einzige Chance, das positiv zu beeinflussen, wenn wir uns an die Regeln halten. Mit anderen Worten, gerade diejenigen, die für mehr Freiheit demonstrieren, die müssen sich am allermeisten an die Regeln halten. Alles andere wäre hinreichend absurd. Deshalb zweiter Punkt, dazu stehe ich. Auch Demonstranten sollten, auch Demonstranten müssen sich bei der Wahrnehmung des Demonstrationsrechts an die Corona-Regeln halten. Alles andere würde ich für absurd halten. Dritte und letzte Bemerkung zu deiner Frage, Franziska. Und das ist das, was mich eigentlich umtreibt. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass diese aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbaren Demonstrationen für Grundrechte nicht missbraucht werden, nicht instrumentalisiert werden von solchen Kräften, die es mit unserer Demokratie, die es mit unserer freiheitlichen Grundordnung, für die ja demonstriert werden soll, nicht gut meinen. Ich habe schon den Eindruck, dass die ein oder andere Demo, und da gibt es ja auch Anzeichen dafür, ein Stück weit vereinnahmt wird. Vereinnahmt wird von einer eigenartigen Melange aus Rechtspopulisten auf der einen Seite, Impfgegnern, 5G-Kritikern. Ja, all die, die sich in letzter Zeit kritisch mit dem Staat auseinandergesetzt haben, die sehen jetzt ein Stück weit eine Chance, anzuschließen an eine Gruppe, die die aktuellen Corona-Maßnahmen kritisch sieht, und eine Chance, da ja ein gewisses Klientel für sich zu vereinnahmen. Und das, da bin ich überzeugt davon, Franziska, das ist ja nicht das Ziel von denjenigen, die jetzt für ihre Grundrechte auf die Straße gehen. Und deshalb sollte man auch ein Auge drauf haben, mit wem man sich da solidarisiert. Bei allem Verständnis für ja, die Berechtigung des Anliegens, wieder mehr Freiheitsrechte, wieder mehr Grundrechte frei wahrnehmen zu können und dafür auch auf die Straße zu gehen. Zusammengefasst also, an die Regeln halten, aufpassen, mit wem man sich da solidarisiert, aber trotzdem natürlich auch das Recht haben und das Recht wahrnehmen, Demonstrations- und Meinungsfreiheit in unserem Land zum Ausdruck zu bringen, dass das nach wie vor möglich ist, auch in Zeiten von Corona. Das spricht dagegen, dass wir eine Corona-Diktatur haben. Das zeigt, dass unsere Demokratie auch in Zeiten von Corona funktioniert. So viel, Franziska, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie unten in den Kommentaren.
dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Bis dahin euch allen eine gute sonnige Woche. Genießt das Frühjahr trotz aller Einschränkungen und lasst es euch gut gehen. Servus. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.